Topagra Praxistest Valtra T-Serie. Das neue Bedienkonzept Smart Touch von Valtra erklärt zunächst Jans Wohlers. Im Prinzip haben wir versucht, die ganze Bedienung simpel zu halten, auch das Spurführungssystem. Und wir können das Spurführungssystem relativ schnell starten. Wir brauchen nicht zwangsläufig eine Feldgrenze anlegen oder andere Elemente vom Feld. Wir können grundsätzlich einfach auf die Karte tippen. Dann kommt hier ein Symbol reingeflogen, Go heißt das Ganze. Wir tippen auf Go, geben die Arbeitsbreite ein, sagen, ob eine A-B-Linie fahren soll oder eine andere Art der Spurlinie. Und dann können wir im Prinzip die A-Punkte, B-Punkte setzen und dann sind wir fertig mit unserer Spurlinie. Und wenn wir das ganze System noch erweitern wollen, dann haben wir jetzt die Möglichkeit, neben der Spurführung hier auf der Smart-Touch-Armlehne, für Kunden, die eben Isobus auch noch zusätzlich fahren wollen, einmal Isobus hier drauf natürlich zu fahren, aber eine Erweiterung eben auf das zweite Terminal, dass wir hier die Isobus-Fläche nochmal wiederholen können und haben dann eben Spurführung, Traktorbedienung hier und können das eben nochmal mit einem separaten Isobus-Terminal erweitern. Die letzten Software-Updates haben im Prinzip noch Section-Control und variable Ausbringmengensteuerung, USB-Datentransfer mit sich gebracht, sodass wir jetzt ein volles Paket haben, was wir mit Kunden anbieten. Mit dem SAPOS RTK-Signal erreichte der Valtra bei unseren Messungen eine Standardabweichung von 2,0 cm. Die Bedienung ist äußerst einfach gehalten. Hier findet man sich sofort zurecht. Valtra erweitert das System zurzeit noch. Mit den angekündigten Updates bietet das Lenksystem dann viele Funktionen. Die Isobus-Bedienung funktionierte mit dem Hauptterminal mit allen Maschinen. Mit dem Zusatzterminal konnten wir eine Maschine nicht bedienen. Der Joystick ist noch nicht AUX-endfähig. Das soll aber auch in Zukunft per Update kommen. Die Darstellung der Applikationskarten und des Section Control ist gut. Für manche Anwendungen ist das Display aber etwas klein. Insgesamt kann der Valtra 36 Sektionen zuweisen. Im Test fasste das System die Teilbreiten zu 32 Stück zusammen. Das Vorgewendemanagement U-Pilot ist ebenfalls intuitiv zu bedienen. Es lassen sich alle elektronisch geschalteten Funktionen auch in die Sequenz einbinden. Die Einstellwerte für die Funktion hinterlegt man direkt im U-Pilot. So lassen sich unzählige Tempomaten oder Drehzahlspeicher einprogrammieren. Alle Details zum Test finden Sie in den Topagra-Ausgaben 1, 2 und 3 2020.